Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wie ihr es im Hintergrund seht, es geht um die Brasse am Fluss Bra in Russland. Und zwar, ich habe hier schon ein, zwei gefangen, wie man hier sieht, 22 Stück. Dann haben wir auch schon den nächsten Biss und das wird sehr wahrscheinlich eine Brasse sein. Hier gehen wieder Grüße raus an der Outsider, danke dir für den Tipp mit dem Spot. Gucken wir uns das Ganze dann doch mal an. Und zwar, ich brauche die ja für die Silbermedaille. Ja, ich wollte eigentlich gerade was zeigen, aber okay, dann nutzen wir die Zeit, wenn wir hier schon Bisse haben. Da wird wahrscheinlich auch gleich noch einer folgen. Da die Brassen, lasst es euch gesagt sein, eher nachtaktiv sind. Ihr könnt die natürlich auch tagsüber fangen, aber nachts habt ihr mehr Glück oder bessere Chancen so rum. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir stehen und was für ein Setup wir nutzen. Setup ist jetzt auch nicht so teuer. Also ihr startet hier, entweder wenn ihr den Teleportpunkt habt, lauft ihr hier hin und oder teleportiert euch in so rum und rennt hier hoch. Das kann ein bisschen dauern. Oder ihr schnappt euch hier direkt, ist ein Bootssteg, da könnt ihr euch ein Boot nehmen und fahrt hier hoch. Dauert aber auch ein bisschen, also ein bisschen Zeit müsst ihr dafür einplanen, deswegen steht bei mir hinten auch das Zelt. So, ja, wenn wir jetzt gucken oder beziehungsweise auch mal auf die Karte genauer gucken, wichtig ist hier der 5 Meter tiefe Bereich. Da reicht es gerade so ein kurzer Plumpswurf, dass wir halt eben in dem 5 Meter Bereich sind. Jetzt gucken wir uns mal das Setup an. Ich habe mich dreimal für die Kitana entschieden, das war ja klar. Immer dann, wenn ich anfange, dann, ja. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier die nächste dran. Oh, ey, wenn ich jetzt was sehe, ja, dann kreische ich aber gleich. 5,5, ja, 140 Gramm und es wäre eine Trophy gewesen und es hätte für das Silberabzeichen gereicht. Aber das bestätigt nur den Spot von der Outsider. Daher gucken wir mal. Wichtig ist ja auch immer absinken lassen auf die 5 Meter. Und jetzt gehen wir das Setup mal durch. Also dreimal die Kitana Deepstream 18 mit folgendem und wohlgemerkt durchgehend gleich im Setup. Was unter anderem auch wichtig ist, sage ich auch gleich was dazu. Grundsätzlich hier, der Caster ist da wirklich der Bringer. Wenn ihr den noch nicht herstellen könnt, könnt ihr euch den natürlich auch im Auktionshaus kaufen. Oder jemanden fragen, den ihr kennt, der euch den Spaß herstellen kann und euch das zuschicken kann. So, wenn wir hier gucken. Wichtig ist hier der 5er Haken. Und zwar wegen der Größe 4 Kilo bis 46 Kilo. Da hier prassend von über. Gucken wir gleich mal, wie viel der höchste Fang war. Aber ich vermute mal wahrscheinlich knapp 6 Kilo. Da ist es mit den 4 Kilo schon ideal. Dann haben wir hier noch das Futter, das gucken wir uns auch gleich mal an. Das Ganze nutzen wir dreimal. Okay, hier ist der falsche Haken drauf. Da dürfte nicht der Boil Power drauf sein, sondern der Float. Weil der Boil Power ist für Boilies gedacht. Das ist der hier, wo hier gerade der Biss dran ist. Funktioniert auch, aber ursprünglich ist es eigentlich da für Boilies, also Karpfen, gedacht. Ich lasse es mal gelten, weil es eine Karpfenunterart ist. Oder Karpfenart ist. So, jetzt holen wir die mal rein, dann gucken wir uns noch das Futter an. Nein, das ist auch keine Trophy. Die Trophy würde wahrscheinlich ein bisschen wegziehen. Jetzt gucken wir uns erstmal das Futter an. Dann gucken wir uns die Rekordliste an. 5,5. Es wird mit mir gespielt. Definitiv, anders kann ich es nicht sagen. Und ich muss da wahrscheinlich auch gleich welche verkaufen, weil die... So. Weil die so schwer sind, die kleinen Brocken da. So, gucken wir mal. Das Futter habe ich hier. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht benannt, oder? Doch. Hier. Das funktioniert wirklich richtig gut. Einmal das Brassenfutter. Vanille, da die auf diese süßen Aromastoffe stehen. Dann Erbsen gemahlen, weil man die ja ursprünglich auch gut mit Erbsen gefangen hat. Und eben die Kaste rein. So. Dann gucken wir uns auch gleich mal die Rekordliste an, sobald wir hier den drin haben. Ich
Ich habe Musik wirklich gleich zurück. Ich glaube, ich sollte wirklich mal meine Brassen verkaufen. Denn der nächste Vorteil von den Brassen mit dem Gewicht, die bringen, finde ich, also das ist jetzt Ansichtssache, eigentlich gut Geld. Wenn wir jetzt mal gucken, bei der Rekordliste haben wir hier die Brasse mit was? 8,9. Alter, meine Fresse. Also der muss richtig Spaß gehabt haben. Der muss richtig Spaß gehabt haben mit 8,9 Kilo Brasse. Alter Schwede. Kennt man den Namen? Nein. Also der Name Chuck Norris, ja, aber. Nö. Kenn ich nicht. So, jetzt gehen wir mal eben kurz zurück. Dann seht ihr nämlich auch mal, was diese kleinen Brocken dann auch wert sind. Da ist er. So, gucken wir mal, insgesamt sind es 1800, uns interessieren aber nur die Brassen. Die anderen Fische werden eben behalten wegen dem, wegen den Aufgaben. 1000 Silber. Und die größte Brasse bringt 43 Silber. Finde ich, ist eigentlich ganz okay. Man kann sich natürlich entscheiden, macht man das oder wenn ich richtig bin. Ne, da gehört die Brasse nicht dazu. Hätte ja sein können. So, jetzt nehmen wir die Brasse. Zack, Platz im Kescher. 1000 Silber. Und das für, boah, sagen wir mal, als ich hier jetzt auf die gegangen bin, das waren jetzt vielleicht insgesamt von der Zeit. Boah, wie viel werden es denn? Also, ich schätze mal so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Okay, hier haben wir echt was Kleines. Da brauche ich nicht mal einen Kescher. Bäh, weg. Will kein A-Land. Ja, Beifang haben wir immer mal, aber über Nacht halt eigentlich hauptsächlich, gerade auf dem Kaster mit dem Futter und so weiter, die Brassen. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne war es das auch schon wieder von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!